Fangen wir an mit etwas, was wir gerade noch gehört haben. So. Mit diesem schönen Zitat hier. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Ist mitunter wahrscheinlich das bekannteste Zitat von Immanuel Kant. Es gibt noch ein zweites, zu dem werden wir dann gleich kommen. Und was auch schön ist an dem Artikel, an dem Aufsatz, den wir gelesen haben, ist, dass diese Definition gleich am Anfang steht. Es ist grundsätzlich natürlich, liegt auch in der Natur des Menschen, solche Aufsätze nie ganz zu lesen, sondern sich dann, wenn die Definition eh schon am Anfang steht, sich der Definition zu bedienen und dann mit diesem Zitat hausieren zu gehen. Aber wie wir jetzt gesehen haben, gelernt haben, gelesen haben, steckt ja noch einiges mehr in dieser Definition von Kants Aufklärung, als man vermuten würde und versteht sich auch viel mehr im zeitlichen Kontext, in dem es geschrieben wurde. Gut, ein bisschen Hintergrundinformationen zu Immanuel Kant. Er wurde geboren 1724 und ist gestorben 1804. Sehr gerne, nachdem Immanuel Kant so gut wie der wichtigste Vertreter der Aufklärung ist, international gesehen und vor allem natürlich auch im deutschsprachigen Raum, wird die Aufklärung dann auch mit diesen Daten verknüpft. Also, dass sie im 18. Jahrhundert angefangen hätte und dann auch aufgehört. Aber wie wir jetzt gleich sehen werden, hat die Aufklärung eigentlich schon im 17. Jahrhundert ihren Anfang genommen. Ja. Immanuel Kant ist zum einen bekannt für seine Kritik der reinen Vernunft, aber auch für seine Kritik der praktischen Vernunft. Das heißt, das Vernunftsthema und was Vernunft ist und wie man mit Vernunft umgehen muss als mündiger Bürger, das stand sozusagen im Zentrum von seinem Schaffen. Und wie wir gelernt haben, die Freiheit des Menschen. Die Freiheit des Menschen bedeutet natürlich auch, dass er austritt aus dieser Autorität einer Obrigkeit, beispielsweise einer Monarchie, aber natürlich auch aus der Religion und aus diesem Dogmatismus der Religion, also dass wir daran glauben, was uns Gott sagt und dass das auch wieder etwas ist, was nicht hinterfragt werden darf. Also grundsätzlich arbeitet die Aufklärung immer auch mit dem Prinzip, alles zu hinterfragen, was wir wissen und nicht von fixen Konzepten auszugehen. Ja, das Konzept von Mündigkeit als Gegenkonzept zur Unmündigkeit, das haben wir auch schon gelernt jetzt im Zuge von diesem Artikel. Daraus ergibt sich eben genau diese Freiheit. Ja, dass wir mündig sind, dass wir nicht unmündig sind. Ein anderes, eben das zweite sehr bekannte Zitat von ihm ist Sapere aude. Sapere aude auch wieder aus dem Lateinischen. Er hat auch vor allem eigentlich auf Latein geschrieben und der Aufsatz zum Glück in Deutsch, den wir jetzt gelesen haben. Sapere aude heißt, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Also den Mut zu haben, auch selbst zu denken und nachzudenken. Und die Vernunft des Individuums schafft wiederum auch dann diesen Raum für seine eigene Selbstverantwortung und für die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Was auch noch sehr wichtig ist und was sehr oft hervorgehoben wird bei Immanuel Kant, ist sein kategorischer Imperativ. Der kategorische Imperativ, hier steht die Maxime des Einzelnen in Betracht aller. Das heißt, ein Maxim ist sozusagen eine Art Ideologie, die man für sich selbst schafft. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie sich überlegen, wenn Sie etwas tun, das kann man ziemlich gut, es geht nicht immer, aber man kann es ziemlich gut auf vieles anwenden. Sie überlegen sich, ob die Handlung, die Sie gerade durchführen oder die Sie planen, immer noch gut wäre, wenn jeder das machen würde. Da kann man sich einige Beispiele dazu zum Beispiel einfallen lassen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren gerne Auto und Sie fahren gerne schnell. Also Sie fahren am liebsten auf der Landstraße mit 200 km/h. Das funktioniert vielleicht ganz gut, wenn nur Sie das machen.
Ja, weil dann werden immer noch Leute langsam fahren, ihnen ausweichen und sie können die ganze Zeit ihre 200 km/h, Kilometer pro Stunde fahren auf der Landstraße. Aber wenn jetzt alle 200 km/h fahren würden auf der Landstraße, dann würden wahrscheinlich einige Unfälle passieren. Das heißt, hier würde dieser kategorische Imperativ greifen. Hier müsste man sich überlegen, wenn das jetzt alle machen würden, wird das dann noch funktionieren? Und das ist etwas, was auch sehr stark zum Beispiel in unsere Rechtsprechung hineingreift. Ja? Das heißt, wir überlegen uns als Gesellschaft in der Form, wie wir unsere Gesetze gestalten, ist das jetzt sinnvoll, wenn alle das machen würden? Ja? Weil man kann ja nicht dann einen herausgreifen und derjenige kann sich mehr Rechte herausnehmen als alle anderen. Das schafft wiederum Gleichheit, ja? Vor dem Gesetz. Also kategorischer Imperativ, auch ein ganz wichtiges Konzept von Immanuel Kant. Gut, dass wir sehen, dass diese Ideen immer noch aktuell sind. Da habe ich hier ein Plakat. Sie sehen, es ist von 2012. Da hat jemand eine Kundgebung ausgerufen und ein Plakat an die Wand gehängt. Sapere aude. Dare to know wäre das dann auf Englisch und eben habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen auf Deutsch. Ist ein bisschen länger. Deutsch ist ja eine sehr komplexe Sprache, so wie Chinesisch. Und entsprechend hat dieses Prinzip immer noch Bedeutung und immer noch Aussagekraft, obwohl Kant im 18. Jahrhundert gelebt und gearbeitet hat. Gut, die Aufklärung, habe ich schon erwähnt, ist noch ein bisschen älter als Kant selbst. Wir können hier vor allem für den deutschsprachigen Raum das Jahr 1648 hervorheben. Und das war das Ende des Dreißigjährigen Krieges, also damals 1648. Der Dreißigjährige Krieg, wie der Name schon sagt, war ein Krieg, der 30 Jahre lang gedauert hat im deutschsprachigen Raum. Und damals haben zwei verschiedene Parteien, nämlich Katholiken und Protestanten, auch im Nachlauf zu Martin Luthers Thesen und zur Kritik an der katholischen Kirche Krieg geführt. Darum nämlich, welches religiöse Prinzip, welche Religion und welche religiöse Auslegung im Christentum denn die richtige ist. Ja? Und nachdem dieser Krieg auf Grundlage von Religion 30 Jahre lang gedauert hat, war danach eine Phase des Umdenkens einerseits notwendig und andererseits hat sich das einfach aus diesen Entwicklungen heraus sehr stark ergeben. Ja, das heißt, die Leute waren einfach auch auf der Suche nach einer Antwort und diese Antwort fand sich dann in der Aufklärung. Das heißt, wir geben hier als Startdatum ungefähr die Mitte des 17. Jahrhunderts an und das Ende des 18. Jahrhunderts für diese Epoche. Und Vernunft stand damals dann natürlich im Zentrum. Warum Vernunft? Weil natürlich, wenn man sich 30 Jahre lang, wie man auf Deutsch so schön sagt, die Köpfe einschlägt, auf Grundlage von anderen unterschiedlichen religiösen Auffassungen, dann ist es vielleicht auch einmal an der Zeit, sich zu überlegen, ob die Religion nicht vielleicht das Problem ist, ja, oder eben der Glaube an einen allmächtigen Gott und dass man diese ganzen Wissenskategorien einmal in Frage stellt. Hier ist ganz wichtig auch der Begriff des Nachdenkens. Denken kennen wir ja. Nachdenken ist natürlich auch ein Verb, das wir verwenden, ohne groß drüber nachzudenken. Aber wir sollen eben nicht nur denken, sondern wir sollen auch das Gedachte überdenken und noch einmal nach dem Denken denken, nachdenken. Ja? Das ist eigentlich auch ein sehr schönes deutsches Wort, wenn man das so herausgreift. Ja, und gerade im Glauben und gerade in der Religion arbeitet man ja mit fixen Konzepten. Deswegen ist der Aufklärung auch ein Anliegen gewesen, dass man hier Beweise voranstellt. Ja? Und wenn man Beweise sucht für Religion, was auch viele gemacht haben, also auch Gott Beweise gesucht haben, dann wird es schwieriger, die Religion als Ganzes einfach so hinzunehmen und zu rechtfertigen.
Was auch aus der Aufklärung heraus entstanden sind, sind die Menschenrechte, die heute in einem globalen Maßstab für alle eigentlich gelten. Das sind zum einen das Recht auf Freiheit, zum anderen das Recht auf Leben und das Recht auf Eigentum. Ja, es gibt da natürlich auch noch mehr Rechte, die sich an diese Rechte anlehnen. Und was auch ganz wichtig ist, vor allem im modernen Staatswesen, ist die Gewaltentrennung. Ja, das heißt, wir haben eine Regierung, ein Parlament und Gerichte. Die Regierung, die bezeichnen wir als Exekutive, das Parlament als Legislative. Das heißt, das ist der Teil der Regierung, die wiederum Gesetze schafft. Und Gerichte auf der anderen Seite, die diese Gesetze dann auch umsetzen. Ja, warum ist das wichtig? Vor allem im Vergleich zu Monarchien, da haben wir natürlich einen Alleinherrscher an der Macht, einen Monarchen dann, der all diese Dinge auf sich selbst vereint. Und das kann natürlich dann nicht gut sein, weil sich dann auch sehr viel Macht konzentriert auf eine Person. Gut. Philosophische Grundströmungen. Es ist so, dass die Aufklärung natürlich nicht einfach so entstanden ist, sondern dass es davor auch schon Denker gab, anderer philosophischer Strömungen, die heute auch der Aufklärung zugerechnet werden. Und aus diesen verschiedenen Strömungen hat sich die Aufklärung sozusagen entwickelt. Das wären zum einen der Rationalismus. Hier ist der wichtigste Vertreter René Descartes. Ratio, da steckt schon die Vernunft drinnen im Wort. Ja. Das ist halt quasi der Rationalismus. Da sprechen wir dann auch schon von dem Einsatz, dem kontinuierlichen Einsatz der Vernunft. Und René Descartes hat den Satz geprägt, cogito ergo sum, auf Lateinisch, zu Deutsch, ich denke, also bin ich. Wir sehen im Rationalismus, also ich denke, also bin ich, ist schon eine mathematische Gleichung gewissermaßen. Und tatsächlich haben die Rationalisten versucht, hier logisch eine Art philosophisches Grundkonzept zu schaffen, dass wir wie in der Mathematik eigentlich auch in den Sozialwissenschaften die Welt analysieren können. Und dann ist er zu diesem Schluss gekommen, ich denke, also bin ich. Ja, das ist der Grundsatz, der Leitsatz des Rationalismus. Eine Gegenströmung, lustigerweise eine Gegenströmung, weil sie eben einen anderen Ansatz gewählt hat, aber heute wird beides unter die Aufklärung subsumiert, also der Aufklärung untergeordnet als Grundströmung, ist der Empirismus. Der Empirismus kam wiederum vor allem aus den englischsprachigen Ländern, aus Schottland und aus England, aus Großbritannien, wenn man so möchte. Und da war ganz wichtig, dass wir die Erkenntnis durch Wahrnehmung und durch Erfahrung an die Spitze unserer Philosophie stellen. Ja? Das heißt, was wir wahrnehmen und was wir erfahren, das ist die Grundlage unserer Interpretationen der Welt und im Endeffekt auch unserer Wahrheit. Und dann sind die nächsten beiden Begriffe eigentlich beide auch Immanuel Kant zuzurechnen. Das wäre zum einen der Kritizismus. Da steckt schon das Wort Kritik drinnen. Und nachdem sich Kant gefragt hat, wie wir eigentlich zur Erkenntnis gelangen, hat er sehr stark auch die Bedingungen und die Möglichkeiten dieser Erkenntnis hinterfragt. Ja, das können wir jetzt auf einen staatlichen Kontext anwenden und sagen, ja, hier sind die Bedingungen nicht gegeben. Wir haben einen Monarchen, der uns sozusagen in unserer Wissensgewinnung einschränkt. Deswegen war er zum Beispiel auch dafür, dass sich die Monarchie hier umbesinnt und den Leuten mehr Raum gibt, um zu resonieren. Das haben wir auch vorher kurz besprochen. Aber natürlich auch ist Bildung ein ganz großer Bestandteil. Also wenn wir gebildet sind, dann können wir uns erst der Vernunft zuwenden und erst Gedanken machen, die wir ansonsten gar nicht hätten. Ja? Deswegen müssen wir da auch hinterfragen, nach welchen Kategorien beurteilen wir, was wahr ist. Ist das jetzt Religion oder ist das jetzt der blinde Glaube an ein Staatsoberhaupt?
Und zuletzt, das hat, glaube ich, Yang Yiwen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, vorher ganz gut erwähnt, ist der Idealismus. Der Idealismus. Und das ist zum einen vor allem in der Grundidee, dass Ideen und der Geist die Wirklichkeit erschaffen und nicht die Materie. Also Idealismus wird heute ganz kategorisch auch dem Materialismus entgegengesetzt. Also Materialismus denken wir zum Beispiel sehr stark an Marx. Marx war ein Materialist und Kant war ein Idealist. Das heißt, auf der einen Seite geht es sehr stark darum, was ist in der Welt und mit welcher Materie arbeiten wir, und auf der anderen Seite trennt sich davon der Idealismus, weil hier geht es darum, wie wir mit dem Geist arbeiten, und der Geist und unsere Ideen erschaffen erst diese Wirklichkeit und unseren Umgang damit. Und heute wird Idealismus auch noch in Anlage zu diesem Grundverständnis der Aufklärung auch so verstanden, dass wir nach Idealen suchen und die Wirklichkeit nicht als das sehen, was sie ist, sondern was sie sein kann. Das verstehen wir in einem allgemeinen Gebrauch unter Idealismus. Und hier steckt auch schon sehr viel aufklärerisches Material drinnen. Warum? Weil natürlich auch Kant und die Aufklärer sie haben sich zwar beschäftigt mit der Welt, wie sie war, aber immer auch den Anspruch gehabt, dass diese Welt besser wird. Hier können wir auch nochmal, wenn wir kurz zurückgehen, eben diesen kategorischen Imperativ hervorheben von Kant, der sich eben damit beschäftigt, was macht der Einzelne, und lässt sich das auf die ganze Gesellschaft anwenden. Gut, die Aufklärung selbst, wir sprechen im Deutschen ja von Aufklärung, da haben wir das Wort klären drinnen, also das Verb klären, etwas aufklären heißt etwas zu bestimmen und entsprechend auch zu lösen, zum Beispiel ein Problem zu lösen. Aber grundsätzlich spielt die Aufklärung sehr stark mit der Metapher Licht. Es kommt aus dem Französischen auch, also sehr viele erste Aufklärer, wie eben auch René Descartes oder Voltaire, waren Franzosen. Und in Frankreich spricht man nicht von der Aufklärung, sondern von Lumière. Lumière, ja, da steckt auch wieder das Wort Licht drinnen. Und im Englischen haben wir zum Beispiel den Begriff von Enlightenment. Das heißt Aufklärung auf Englisch. Das heißt, es geht hier darum, Licht in etwas zu bringen. Die Metapher von Licht ist in der Aufklärung sehr wichtig. Licht auch im Sinne von Erleuchtung. Erleuchtung ist schon wieder etwas religiös behaftet. Aber in dem Kontext verstehen wir das auch vor allem als Gegenkonzept zum Mittelalter. Ja, wir sprechen nämlich nicht nur vom Mittelalter, sondern sehr oft auch vom dunklen Mittelalter. Ein dunkles Mittelalter deswegen, weil eben ganz stark noch hier auch der Aberglaube zum Beispiel war in großen Volksteilen. Das heißt, die Religion einen sehr großen Stellenwert hatte, diese Dinge auch in einer gesamtgesellschaftlichen Ebene nicht diskutiert wurden und überdacht wurden. Und auch die Bildung natürlich noch nicht so weit fortgeschritten war, wie sie das dann in der Aufklärung und auch danach war. Ja, ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Sie können auch jederzeit Fragen stellen, wenn etwas unklar sein sollte. Ja? Okay, das heißt, wir haben das Prinzip des Nachdenkens gehört. Wir können auch das Prinzip des Überdenkens verwenden. Also über Sachen nachdenken. Und dazu zählen zum Beispiel auch Religion, Gesellschaft und der Staat. Vertreter der Aufklärung sind unter anderem eben Descartes und Voltaire im französischen Bereich, Leibniz als Rationalist und Kant als Idealist und Kritizist im deutschen Bereich. Und dann haben wir noch Locke, John Locke und David Hume in England, die eher Empiristen waren. Ja, ganz wichtig natürlich auch in der Aufklärung ist das aufstrebende Bürgertum als dessen Träger, als deren Träger der Aufklärung. Ja, das aufstrebende Bürgertum, das haben wir auch letzte Woche kurz besprochen. Es gab dann, oder es gibt auch im Nachlauf eigentlich zu dieser Aufklärungsperiode ganz viele Revolutionen innerhalb Europas, unter anderem in Frankreich, aber eben auch in Deutschland,
Nicht alle von ihnen haben gleich funktioniert, aber es basiert sehr stark darauf, auf dieser Idee von Bürgerlichkeit, ja, von einem Bürgertum, was sehr wohl auch über seine eigenen Rechte entscheiden kann und darf. Dieses Bürgertum, das ist nicht aus sich selbst heraus entstanden, sondern das lag natürlich auch daran, dass sich die industriellen, die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen geändert haben. Ja, Martin Luther hat ja noch den Buchdruck, also nicht den Buchdruck erfunden, das war Gutenberg, aber hat damals seine Schriften über den Buchdruck verteilen können. Jetzt ist nicht nur mehr der Buchdruck möglich, sondern auch schon ein Massendruck in dieser Periode. Das heißt, dass Schriftwerke sehr viel breiter gestreut werden können, ein sehr viel breiteres Publikum erreichen. Und deswegen wird auch immer mehr, zum Beispiel in Kaffeehäusern, in Restaurants, ein informelles Zusammentreffen von dem Bürgertum. Meistens ist das immer noch eine Oberschicht, aber natürlich schon eine intellektuelle Oberschicht, die sich dort zusammentrifft und Diskussionsrunden gründet, um auch diese Öffentlichkeit zu schaffen. Also dass man zum Beispiel über Politik, über Religion und über alles andere Relevante sprechen kann. Das war in der Form damals, vor allem im Mittelalter, ja noch nicht möglich. Gut. Die Aufklärung in der Politik ist dann natürlich der nächste Schritt. Es hat sich durch die Aufklärung sehr viel verändert und das hat auch natürlich politische Veränderungen in Europa nach sich gezogen. Die haben vor allem im 18. Jahrhundert stattgefunden. Den ersten Schritt gesetzt hat aber England schon im 17. Jahrhundert, weil es zu einer parlamentarischen Monarchie wurde. Das ist auch wieder was, worauf sich vielleicht auch Kant in dem Aufsatz, den wir vorher gelesen haben, bezieht, nämlich diese Koexistenz eigentlich, dass das durchaus möglich ist, dass Monarchie und Parlamentarismus miteinander funktionieren, dass das sich nicht zwingend ausschließen muss. Es gibt dann eben auch noch den aufgeklärten Absolutismus, der ähnlich geartet ist, wenn nicht genau gleich wie diese parlamentarische Monarchie in Österreich. Und dass die parlamentarische Monarchie in England ganz gut funktioniert, sehen wir ja auch daran, dass sie immer noch funktioniert. Ja? Dass wir immer noch in England eine Monarchie haben, aber auch ein Parlament, was entsprechend Gesetze entwirft und umsetzt und dem Volk übersteht. 1776, also schon im 18. Jahrhundert dann, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet, auf Grundlage von dieser aufklärerischen Epoche. Und 1789 hat dann die Französische Revolution angefangen, ja, und sich auch durchgesetzt. Damals standen auch in deren Zeichen, also in der Französischen Revolution, die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Das oder im Anschluss daran wurden auch Konzepte geschaffen, wie zum Beispiel die Presse und die Religionsfreiheit. Das hat allerdings nicht lang gehalten, weil wir ja wissen, dass dann eben die Periode mit Napoleon kam. Also es kam dann wieder ein Diktator, wieder eine autoritäre Führungsfigur, die hier die Macht übernommen hat für einige Zeit. Gut, die Adeligen wurden aber als Herrscher zunehmend entmachtet. Das war in ganz Europa eigentlich durchgehend der Fall. Philosophie kann man deswegen auch als Antreiber dieser gesellschaftlichen Veränderungsprozesse sehen, rein generell, und die Aufklärung ist da wahrscheinlich unter allen philosophischen Epochen die wichtigste, was das anbelangt. Also da durch sie haben sich die größten Veränderungsprozesse ergeben, die auch heute noch Bestand haben. Und Feindbilder und Ideale besprechen wir noch kurz von dieser Aufklärung. Feindbilder waren, wie gesagt, dieser Aberglaube, der vor allem im Mittelalter noch ganz stark war. Hier sprechen wir dann auch von Hexenverbrennungen oder Ketzerverfolgungen. Das heißt, Leute, die Atheisten waren, die sind auch aktiv verfolgt worden und getötet worden und an den Pranger gestellt worden. Und es gab ja auch noch das Konzept von Hexen, ja, die dann verbrannt wurden auf dem Scheiterhaufen. Das sind alles Konzepte, oder auch die Folter, die ganz verbreitet war im Mittelalter. Das sind Konzepte, denen man sich dann entsagt hat, von denen man sich entfernen wollte. Auch Feindbilder sind der Dogmatismus, das heißt, dass wir hier einer religiösen Idee sozusagen nicht nur alle Macht geben, sondern auch vor allem die Macht geben,
uns vorzuschreiben, was wahr ist und was falsch ist, in einem sehr metaphysischen, in einer sehr metaphysischen Betrachtung, und natürlich auch die Autorität der Adel. Ideale auf der anderen Seite, haben wir auch besprochen, sind die Vernunft, die Selbstverantwortung, die Bildung, die Freiheit, aber auch, was wir noch nicht erwähnt haben, die Tugend. Die Tugend versteht sich dann insofern, als dass wir auch eben in dieser Selbstverantwortung stehen, uns unserer Vernunft zu bedienen und das dann auch in einem wohlwollenden Sinne zu tun. Das heißt, dass wir das nicht nur in unserer Eigenverantwortung tun und nicht nur in unserem eigenen Interesse, das auch, aber eben nicht nur, sondern auch gesehen auf einen gesellschaftlichen Kontext, dass wir hier versuchen, uns die Gesellschaft an sich zu überlegen und auch hier Schritte zu setzen, die für alle gut sind, die für alle gelten können. Und daraus haben sich eben dann auch Dinge wie die unsere moderne Schulordnung ergeben, die Strafprozessordnung oder die Gewaltentrennung, die wir vorher noch besprochen haben. Die Aufklärung in der Literatur ist jetzt für uns auch sehr wichtig, nachdem das ja auch vor allem ein Literaturkurs ist. Da haben wir in Frankreich zum Beispiel den philosophischen Roman. Also der philosophische Roman in Frankreich ist ein ganz wichtiges Konzept. Das wurde dann natürlich auch in anderen Ländern übernommen. Und hier ging es darum, dass wir nicht nur philosophische, wissenschaftliche Dinge publizieren oder dass das nicht nur publiziert wurde. Warum? Weil man dann natürlich das als politische Schriften auch verstanden hat und sich entsprechend angreifbar gemacht hat. Das heißt, wenn man ein philosophisches Konzept jetzt zum Beispiel wie ein Immanuel Kant einfach so veröffentlicht hat, dann hat man natürlich auch sehr viele Leute an den Pranger gestellt, die in Machtpositionen waren und das natürlich dann auch wieder Gefahren für einen selbst mit sich gebracht hat. Ja? Beim philosophischen Roman war es so, dass diese Protagonisten in den Romanen sehr wohl philosophisches Gedankengut aus der Aufklärung getragen haben, aber immer noch natürlich zu abstrakt waren, als dass man den Autoren dieser philosophischen Romane dann wirklich Vorwürfe hätte machen können, ja? dass sie damit etwas bewegen möchten, einen politischen Umsturz zum Beispiel. Ja, es war natürlich dementsprechend auch ein Weg, um die Zensur zu umgehen. In den Zeiten der Aufklärung und auch im Zuge von dieser aufklärerischen Literatur ist der Begriff des Freigeistes ganz wichtig. Der Freigeist steckt schon im Wort drinnen, ist ein Mensch, dessen Geist frei ist, der sich allen Ideen sozusagen zuwenden kann und darf und entsprechend auch entsprechende Handlungen für sich selbst setzen kann. Und das Konzept der Enzyklopädie. Das ist ein Sammelwerk verschiedenster Autoren, die zu bestimmten Themen dann ein Sammelwerk herausbringen. Heute gibt es ja auch Lexika. Ein Lexikon zum Beispiel ist jetzt auch sehr artverwandt mit einer Enzyklopädie. Hier wurden einfach alle bestimmten Dinge, die wir brauchen innerhalb einer Gesellschaft und die von Interesse sind, gesondert behandelt, sodass jeder sich in einem kurzen Abstrakt dazu sich mit allen Dingen und mit Wissen im Allgemeinen auseinandersetzen konnte. Ja? Ich weiß nicht, ob ich es hier jetzt stehen habe, aber doch hier. Der Brockhaus ist jetzt wahrscheinlich auch eine Art von Philosophie. Hier habe ich den philosophischen Brockhaus, das ist ein ganz, ganz bekannter Begriff, der Brockhaus, weil wir hier zum Beispiel auch verschiedene Konzepte finden können. Ja? Gut, der neue Ethos war eben der gebildete Mensch. Ethos im Sinne von Ethik und im Sinne von dem Ideal, das man erreichen möchte. Also einen gebildeten Menschen, der für sich selbst auch entscheiden kann. Und die Literatur wurde jetzt nicht nur mehr von der Obrigkeit für Bürger geschrieben und auch nicht nur über die Obrigkeit, sondern es war eine Literatur von Bürgern für Bürger, die jetzt laufend entstanden ist. Ganz wichtige Vertreter, vor allem im deutschen Sprachraum, die wir jetzt noch kurz besprechen werden, sind zum einen Christian Fürchtegott-Gellert. Der hat zum Beispiel auch eine Art Handbuch herausgegeben, wie schreibt man Briefe.
Ja, das heißt, hier hat sich die Aufklärung auch schon in einem grammatikalischen Verständnis verfußt sozusagen, und er hat sich dann sehr stark darüber Gedanken gemacht, wie man solche Briefe aufbaut anhand von Strukturen und Argumenten, die man anführt, ja, um eine entsprechende Bedeutung zu vermitteln. Oder aber auch Christoph Martin Wieland, der erste war, der Bildungsromane im deutschsprachigen Raum geschrieben hat. Und Bildungsromane, wie wir wissen, arbeiten ja auch eigentlich mit so einer Art aufklärerischen Idee. Wir haben ein Individuum, ja, was sich laufend entwickelt über die Verlaufszeit von so einem Roman. Und auch dieses Wissen, was es sich aneignet, sehr wohl in seine Selbstentwicklung mit hineinnimmt und nicht mehr derselbe ist oder dieselbe Person, die es am Anfang war. Ja? Gut, andere bedeutende Autoren der Aufklärung im deutschsprachigen Raum sind zum Beispiel Johann Christoph Gottsched. Ja? Er hat die kritische Dichtkunst geprägt im deutschsprachigen Raum. Er hat sich überlegt, wie kann Dichtung zum einen ästhetisch sein, aber auch rational, das heißt Vernunft verbunden. Und ganz wichtig war dann eben auch diese Balance zwischen Leidenschaft und Vernunft in seiner Literatur. Und was auch ganz wichtig ist noch für andere Literatur dieser Epoche, ist eine Moral am Ende der Geschichten, die diese Autoren geschrieben haben. Das ist sozusagen das wichtigste erzählerische Moment. Eine Moral ist nichts anderes als eine Aussage am Ende von so einer Geschichte, was man besser machen könnte. Und das arbeitet natürlich dann auch mit der vorlaufenden Erzählung. Ja, auch ganz wichtig, und auf den hat zum Beispiel Goethe in Nathan der Weise verwiesen, ist Friedrich Gottfried Klopstock. Der war ein Autor der Empfindsamkeit. Ja, das ist wieder eine Unterströmung eigentlich zur Aufklärung, eine literarische Parallelströmung, wenn man so möchte. Weniger bekannt ist Sophie von La Roche. Sie war eine Frau. Wahrscheinlich ist sie auch deswegen weniger bekannt, weil Frauen sehr lange auch in dieser Literaturszenerie etwas unterdrückt wurden, beziehungsweise weniger wahrgenommen wurden und auch schlechter dokumentiert wurden. Sie war die erste deutsche Berufsschriftstellerin, also die sich den Beruf des Dichters, des Schriftstellers, der Schriftstellerin ausgesucht hat. Und hat dann auch Frauen zum ersten Mal wirklich in Form eines Bildungsromans gestellt. Und der wahrscheinlich wichtigste und bekannteste Vertreter der Aufklärung in der Literatur im deutschsprachigen Raum ist Gotthold Ephraim Lessing, den wir vor allem als Ephraim Lessing kennen. Er hat ganz, ganz, ganz stark auch das Mitleid als zentrales Thema gestellt in seinen Schriftwerken, und er hat die Emanzipation auch als Credo verwendet. Emanzipation heißt, dass wir uns auch lossagen können von unseren Dogmen, die wir haben in einer Gesellschaft, und selbstständig denken und leben können. Ja, in seinen Werken waren vor allem bürgerliche und Randgruppen thematisiert. Ja, es gab dann auch das bürgerliche Trauerspiel. Es gab ursprünglich eine Zweiteilung in das Trauerspiel und in die Satire, wenn man so möchte. Ja, und die hat aber so stattgefunden, dass das Trauerspiel eher immer für den Adel gegolten hat. Also das war dann eher so der adelige Kontext, in dem diese Schauspieler funktioniert haben. Und die Satire war dann eher etwas Bürgerliches, die leichte Unterhaltung auch für die einfachen Bürger, wenn man so möchte. Und er hat jetzt aber das bürgerliche Trauerspiel initiiert sozusagen. Und da beim bürgerlichen Trauerspiel kam natürlich auch ganz stark zur Geltung das Leid, das diese Bürger erfahren haben unter den Autoritäten, ja, ihrer Zeit. Ja, also eigentlich auch wieder eine sehr wichtige Maßnahme, dieses bürgerliche Trauerspiel zu schaffen. Von ihm stammt dann auch die Aussage: Wer richtig resoniert, erfindet auch. Links sehen Sie ein Bild von Ephraim Lessing. Gut, wir kommen zu den Gattungen der aufklärerischen Literatur. Ja, da haben wir jetzt durch die Bank, das habe ich eh kurz hervorgehoben,
die Moral als Alleinstellungsmerkmal, das heißt, das ist fast unabhängig von der Art von Literatur. Es kann Drama, Lyrik oder Epik sein, aber es ist immer eine Art von Moral, oder nennen wir es oft eine Art von Moral am Ende. Teilweise ergibt sie sich auch aus dem Kontext der Schriftwerke. Und das ist natürlich auch immer in Anlehnung an die Aufklärung selbst zu verstehen, diese Moral. Ja, zum einen eben das Drama. Da haben wir gerade das bürgerliche Trauerspiel von unter anderem Ephraim Lessing kennengelernt. Darunter fällt auch die Tragikomik. Und das Bürgertum war sehr stark eben auch im Mittelpunkt solcher Dramen. Die Lyrik, Gedichte, wie wir sie jetzt zum Beispiel auch bei Johann Christoph Gottsched haben, haben auch immer so eine belehrende Wirkung gehabt. Ja. Ich werde Ihnen dann auch noch als Hausaufgabe einen Autor, einen österreichischen Autor schicken, der fällt dann schon eigentlich in eine neue Periode, die an die Aufklärung anschließt, nämlich Biedermeier und Vormärz und in dem Fall dann Vormärz, aber die arbeitet auch sehr stark eben mit dieser Lehre, mit dieser aufklärerischen Lehre. Und dann haben wir Epik, das war auch sehr beliebt, nämlich Fabeln, die oft auch satirisch sind. Und Fabeln haben viel mehr noch oder viel, viel einfacher, wenn wir möchten, eine Moral oft in Verbindung. Ja. Es ist, wenn man möchte, so oft Kinderliteratur, aber schon mit dem Willen und der Intention, hier auch eine Moral ans Ende der Geschichte zu stellen. Was Sie hier sehen, rechts, ist eine Zeichnung vom Werk der Brüder Grimm mit dem Titel Der Hase und der Igel. Das ist eine sehr bekannte Geschichte, sehr bekannte Fabel im deutschsprachigen Raum. Wenn Sie jetzt diese zwei, ich schaue nur kurz auf die Uhr, damit wir auch noch genug Zeit haben, wenn Sie jetzt diese zwei Charaktere, den Igel und den Hasen, betrachten, was fällt Ihnen da auf? Also der Igel ist in dem Fall ein Bauer und der Hase ist so ein Großgrundbesitzer, ein Landbesitzer, ein Großbürgertum, wenn man so möchte. Also hier ein starker Klassenunterschied. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass der Igel den Hasen herausfordert, dass er schneller dass er beim Wettlauf schneller ist als der Hase. Und dann machen sie diesen Wettlauf und der Igel ist natürlich sehr viel langsamer als der Hase, aber er hat eine Frau, die immer schon am Ziel wartet und sie schaut genauso aus und spricht auch genauso wie der Herr Igel. Das heißt, jedes Mal, wenn der Hase losstartet und der Igel noch hinter ihm ist, sieht er dann am Ziel die Frau von dem Igel und glaubt, der Igel ist schon da. Und das machen sie, glaube ich, insgesamt 72 Mal, bis der Hase stirbt vor Erschöpfung. Und das ist sozusagen die Moral der Geschichte. Ja, weil der Igel hat den Hasen dann durch seine eigenen Ideen ausgetrickst. Ja? Und der Hase war so arrogant, dass er darauf hineingefallen ist, ja? weil er nicht wusste, wie der Igel es schaffen kann, dass er jedes Mal vor ihm am Ziel ist. Und wir sehen hier natürlich eine ganz starke Moral auch, ne? an diese Arroganz des Großbürgertums, der Landbesitzer und das im Vergleich zum armen Pöbel, zum Untertan, zum Bauern. Ja? Gut, die Aufklärung in Österreich bespreche ich auch noch kurz mit Ihnen. Da haben wir schon einiges vorher besprochen. Die Aufklärung war in einer Periode, die hat angeschlossen an die Reformation. Da gab es dann eine Gegenreformation in Österreich. Also die Reformation, die verbinden wir auch sehr stark eben mit Martin Luther zum Beispiel in Deutschland. Und in Österreich haben sich jesuitische Universitäten dann dafür auch vor allem jetzt kenntlich gezeigt, dass trotzdem wieder diese ursprüngliche Religion in Österreich stattfinden kann. Da kam es zu sehr viel Zensur. Zensur ist ein großer Begriff, gerade auch in dieser Periode in Österreich. Sie sehen es auch hier auf der PowerPoint-Slide, immer wieder Zensur zu lesen. Ja, das heißt, auch die Buchproduktion in Österreich lag in den deutschen Ländern zurück. Das ist natürlich keine gute Ausgangsvoraussetzung für die Aufklärung, wenn man dahingehend noch hinterherhinkt. Ab 1740 dann unter Maria Theresia, vor allem aber auch ihrem Sohn Josef II., der da gemeinsam mit Van Swieten damals Antreiber war,
schuf man in Österreich den aufgeklärten Absolutismus, kam es zu Schulreformen und es wurden dann nur mehr für eine Zeit lang Schmähschriften verboten. Unter Schmähschrift versteht man es, wenn sich lustig gemacht wird über zum Beispiel den Adel. Also solche Schriftstücke wurden verboten aktiv. Danach kam aber wieder eine Periode, das stand dann im Kontext von diesen bürgerlichen Aufständen in Deutschland, die dann quasi im Nachlauf dazu dann schon im 19. Jahrhundert vor allem auch stattfanden. Das haben wir letztens ein bisschen besprochen. Da kam dann wieder eine Periode unter Clemens von Metternich, dem Bundeskanzler und österreichischen Regierungschef, der Unterdrückung der Zensur der Presse und Unterdrückung der Meinungsfreiheit, der Überwachung und der Versammlungsverbote. Das heißt, diese Aufklärung ist nie etwas, was wirklich abgeschlossen ist, sondern etwas, was man auch wirklich regelmäßig hinterfragen muss. Das heißt, man wird immer Perioden haben, wo Aufklärung wieder stärker gepflegt werden muss, weil die Autoritäten stärker werden und weil zum Beispiel auch die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Ja, das gilt bis heute. Das hat damals gegolten und das gilt bis heute. Zum Abschluss noch ein paar aufklärerische Zitate. Wissen ist Macht ist ein sehr beliebtes, das stammt von Francis Bacon, auch ein englischer Philosoph. Und das wird heute vor allem auch als Leitsatz, als Leitspruch der Naturwissenschaften sehr gerne verwendet. Ja? Darüber hinaus haben wir Aufklärung ist der Ausgang der Menschen aus seiner verschuldeten Unmündigkeit. Ja, der Ausspruch stammt, wie wir wissen, von Immanuel Kant. Dann haben wir den Artikel 1 der Menschenrechte, ist auch sehr stark in Verbindung mit der Aufklärung zu sehen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Ja, das erste Artikel der Menschenrechte. Und von Bertolt Brecht, das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg schon Bertolt Brecht, beziehungsweise zeitgleich, kein Vormarsch ist so schwer wie der zurück zur Vernunft. Ja, das heißt, wie wir hier sehen, Aufklärung ist im Endeffekt auch die Aufklärung eine Idee, ja, eine Epoche und etwas, was wir auch laufend als Ideal für uns selbst verwenden können und gelten lassen können. Gut, das war's von meinem.